Mit großer Wahrscheinlichkeit war es ein Schiff aus China, das die beiden Unterseekabel in der Ostsee zerstört hat. Gleichzeitig eskaliert der Ukraine-Krieg weiter, weil jetzt die NATO mit diesen Waffen, die Biden genehmigt hat, zum Einsatz weiter im russischen Kerngebiet letztlich eine direkte Beteiligung der NATO sind. Und das alles hat die Märkte heute ziemlich geschüttelt. Geopolitik ist zurück, aber die Wall Street sagt sich, hey, wir haben doch Nvidia. Das ist doch viel wichtiger. Und so sehen wir ein ziemlich seltsames Bild an den Märkten. Erst die Märkte nach unten, dann ein bisschen Beruhigung, weil die Russen gesagt haben, naja, dieser Angriff der Ukraine, der hat praktisch keinen Schaden ausgerichtet, als wäre jetzt damit diese Eskalation rückgängig gemacht worden, die faktisch der Fall ist. Wir wollen uns das Geschehen mal anschauen, meine Damen und Herren. Ja, das war die Nachricht, die heute Morgen die Märkte geschüttelt hat. Erstens dieser Angriff eben der Ukraine, daraufhin Putin mit der Änderung der Nukleardoktrin, die hier praktisch dann auch den Einsatz von Atomwaffen vorsieht. Geopolitik, so heißt es hier bei CNN oder CNBC genauer gesagt, die beginnt jetzt die Märkte wirklich zu erreichen. Ist ja nicht so wahnsinnig verwunderlich. Hier sehen wir mal, dass wahrscheinlich in der Stadt Karachev diese Explosion erfolgte, eben mit den amerikanischen Waffen, die die Ukrainer hier eingesetzt haben. Wahrscheinlich ein Militärstützpunkt, respektive ein Waffenarsenal, das hier getroffen wurde, zu einer massiven Explosion führte. Aber die Russen haben gesagt, na, da ist praktisch nichts kaputt gegangen, meine Damen und Herren. Alles Suche, wir haben die Lage unter Kontrolle. Und Biden wiederum, respektive die Biden-Regierung, hat gesagt, also wir sind jetzt nicht so fürchterlich überrascht, dass von diesem Russia Nuclear Announcement. Also man hat versucht, die Situation so ein bisschen runterzukochen, und die Wall Street war dankbar und hat sich gesagt, das ist ja großartig, wenn jetzt alles wieder im Lot ist. Aber die Märkte haben reagiert. Zunächst mal, die Renditen sind nach unten gegangen. Hier sehen wir die 10-jährige Anleiherendite deutlich unter Druck. Das ist auf den ganzen Tag so geblieben. Da gab es keine Erholung. Wir haben dann den Ölpreis gesehen, der massiv gestiegen ist oder sehr deutlich gestiegen ist, nachdem diese Meldungen kamen zu diesem Angriff, wie auch eben Putins Reaktion darauf. Öl ist dann interessanterweise, und das ist so ein bisschen, wenn die Meldung stimmt, deeskalierend, ist dann wieder gefallen, nachdem der Iran offenkundig gesagt hat, okay, wir stoppen jetzt mal praktisch die Urananreicherung, die es uns erlauben würde, da eine Atombombe zu bauen. Mal sehen, ob das stimmt. Da sind bestimmt noch Zweifel angebracht. Kann mir nicht vorstellen, dass die Iraner da automatisch und freiwillig darauf verzichten. Aber wir werden sehen. Die Nachrichtenlage ist natürlich komplexe, fluide. Und wir wollen hier zunächst mal schauen, warum diese ganze Geschichte so dramatisch ist. Faktisch ist es eben so, die NATO sucht die Ziele aus bei dieser ganzen Geschichte. Die US-Satelliten steuern die Kommunikation. Die Ukraine setzt diese Waffe ein, aber letztendlich ist diese Waffe selbst sozusagen nach wie vor unter Kontrolle von NATO respektive der Amerikaner. Und das ist natürlich ein Big Deal, wie es hier heißt in diesem Tweet. Und jetzt kommt noch obendrauf, dass wir dann Reaktionen aus Russland sehen, etwa hier das russische Fernsehen, die dann mal so zeigen, naja, wir könnten ja Atombomben schmeißen auf Polen, auf Deutschland, auf Tschechien, auf Frankreich und vor allem auf Großbritannien. All it takes is 3 missiles and British civilization will collapse. So hieß es wörtlich, natürlich jetzt auf Englisch übersetzt, aber so hieß es wörtlich im russischen Fernsehen. Also da wird auch mit dem Säbel gerasselt. Und das ist die eigentliche Nachricht des Tages aus meiner Sicht. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es ein chinesisches Schiff war, nämlich die Yipeng, die diese beiden Unterseekabel in der Ostsee zerstört hat. Kylie Bass, ein China Hawk, also einer, der immer sehr scharf gegen China schießt, sagt, das könnte darauf hindeuten, dass China eine Taiwan-Invasion plant. Weiß ich nicht, ob das ein bisschen weit hergeholt ist, aber schauen wir uns mal diese Operationen an. Dieses Schiff ist Yipeng. Hier rechts sehen wir mal diese beiden Ostseeleitungen. Die eine ja von Schweden nach Litauen, die andere von Finnland nach Deutschland. Und diese Yipeng 3, die ist da immer wieder in diesem Gebiet.
Betrieb mit seltsamen Manövern aufgefallen und das alles in der exakten Zeit, als eben diese beiden Unterseekabel zerstört waren. Daraufhin hat die dänische Marine dieses Schiff unter Beobachtung genommen. Das hat dann versucht, aus der Ostsee zu entfliehen, die dänische Marine hinterher. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß. Noch laufen die Untersuchungen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, weil keine andere Schiffsbewegung zum Beispiel in diesem Zeitraum beobachtet wurde, die so merkwürdig ist wie das, was diese Yipeng hier gemacht hat, dass die Chinesen das versucht haben oder gemacht haben. Und das wäre ja auch nicht das erste Mal. Hier sehen wir also diese Yipeng und das Ganze hat durch ein anderes Schiff mal schon stattgefunden, und zwar bei der Gaspipeline Baltic Connector, auch durch ein chinesisches Schiff. Und das wäre dann nicht wirklich ein Zufall, wenn das jetzt sozusagen drei Pipelines, einmal Gas, zweimal eben andere Kabel, wenn das letztendlich nicht irgendwie eine geplante Aktion wäre. Man zerstört nicht aus Versehen drei Kabel. Das war bei Nord Stream auch ja nicht unbedingt jetzt so der ganz große Zufall, wie wir natürlich wissen. Und so sehen wir, dass die Wetten, ob es im Jahr 2024 noch einen Atomschlag geben wird, so makaber das ist, auf Polymarket, die sind auf 16%, sind heute deutlich gestiegen. Und dann wieder leicht gefallen nach den Aussagen der Russen und dem Beruhigungsversuch der noch amtierenden Biden-Regierung. Und wir haben natürlich auch Beruhigendes. Wir haben natürlich die beste Außenministerin der Welt, Frau Baerbock. Hier sehen wir, die hat ja China bereits Konsequenzen gedroht wegen mutmaßlicher Drohnenlieferung an Russland. Frau Baerbock hat dann gesagt, gerade hat mich Xi Jinping mit weinerlicher Stimme angerufen und um Vergebung gebeten. Aber jetzt ist es natürlich zu spät. Natürlich hier ein Parody-Account, also nicht der echte Account, aber es bringt so ein bisschen diese Selbstüberschätzung von Baerbock auf den Punkt, die ja auch übrigens als Nebenbemerkung eine Frau verklagt hat, die jetzt dann 900 Euro Strafe zahlen muss, inklusive einer Hausdurchsuchung, weil die sie falsch zitiert habe. Und das sagte eine Frau, die in ihrem Buch vor allem durch erheblichen Zitatpfusch aufgefallen ist, also das normal am Rande. Also Frau Baerbock hat alles unter Kontrolle und wir auch. Aber wir sehen an den europäischen Märkten, die sind ja aus verschiedenen Gründen schon sehr, sehr viel schlechter gelaufen in diesem Jahr. Und das dürfte sich jetzt aufgrund des Ukraine-Krieges, dessen Eskalation noch weiter ausweiten. Denn wir sind natürlich viel stärker betroffen. Erstmal als die Amerikaner die Ostsee mit diesen beiden Unterseekabeln. Das ist fast in Spuckweite. Die Ukraine ist nicht allzu weit von Berlin entfernt, also wir sind da schlichtweg näher dran. Hier sehen wir mal diese absolute Unterperformance etwa des DAX 600 Index als Benchmark für Europa in Relation zum S&P 500. Und das ist eine der größten Gaps, einer der größten Lücken, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Es gab drei Jahre, die noch ein bisschen extremer waren, aber wir sind dabei, jetzt das Jahr 1994 einzuholen. Damals waren es 22,2%, jetzt sind wir bei 21,8%, und das Ganze hat sich heute ja verschärft, weil die europäischen Indizes schwächer wieder sind als die amerikanischen Indizes. Das sehen wir hier vor allem betroffen, der polnische Markt, sowohl der Złoty als auch eben die polnischen Aktienmärkte. Hier der Leitindex in Warschau, der ist knapp 4% gefallen. Auch der DAX war unter Druck, aber eben beileibe nicht so stark wie der polnische Index. Aber wir sehen auch, dass die Russen ein bisschen besorgt sind. Wir sehen hier den MOEX, also den Leitindex aus Moskau, der auch entspannte 3% gefallen ist. Also da sehen wir diese geopolitischen Spannungen, die kommen an. Nur die Wall Street, die sagt sich, who cares, we have Nvidia, that is all we need. Und das Ganze sehen wir hier mal. Nvidia über 2% im Plus, die Tech-Werte in den USA, die großen Tech-Werte im Plus. Sonst sehen wir sehr viel Rot heute, also sehr schlechte Marktbreite. Wir sehen, der Nasdaq ist mit Abstand der stärkste Index heute. Und wir sehen, dass aber gleichzeitig die Volatilität gestiegen ist, also der VIX gestiegen ist. Der war schon höher, ist aber immer noch 3% im Plusstand, als ich jetzt die Abschlussvorbereitung für das Video gemacht habe. Und warum das so ist, dass die Amerikaner also sagen, naja gut,
Und das ist ja, nein, was geht uns das an, diese ganze Geschichte? Sollen einmal die Europäer ein bisschen an Angstschweiß entwickeln? Wir nicht. Und das kann daran liegen, dass, wie ich heute im morgendlichen Video schon gezeigt hatte, eben trotz der extremen Überteuertheit der amerikanischen Finanzmärkte, gerade der Tech-Werte, wir im kurzen Zeitfenster überverkauft waren, sichtbar etwa im relative Stärke-Index beim S&P 500 Future. Und wenn Dinge überkauft sind oder überverkauft sind, dann tendieren sie erstmal dazu, in die andere Richtung zu gehen. Das haben wir heute gesehen und das liegt vorwiegend eben, wie ich vorhin gezeigt habe, an dem Kursanstieg von Nvidia über 2%. Da geht es da nach oben und Nvidia insgesamt hat ja 20% des Anstieges im S&P 500 jetzt schon machen können. Apple nur 3% des Anstieges in diesem Jahr des S&P 500, aber auf jeden Fall Nvidia hat mehr zu diesem Anstieg beigetragen als eben die anderen Magnificent Seven Aktien insgesamt. Also das ist eine Nvidia Story, die hier letztendlich diese Märkte noch hält. Und das sehen wir auch vor allem im Optionsbereich, der ja immer wichtiger wird, weil immer mehr Volumen in diese Optionen kommt, dadurch die Market, die Dealer, also die Verkäufer dieser Optionen praktisch diese Positionen mitgehen müssen, sich absichern müssen. Hier sehen wir mal. Hier sind jetzt Optionen im Wert von 500 Milliarden Dollar bisher gehandelt worden auf Nvidia. Danach folgt mit großem Abstand Tesla mit etwa 300 Milliarden Dollar. Aber Nvidia alleine auch im Optionsbereich mehr als Meta, Apple, AMD, Amazon und Alphabet zusammen. Also wir sehen, das ist die Aktie, die den Markt hält nach oben. Oder wenn das Ganze mal in die andere Richtung gehen sollte, eben auch nach unten. Es hängt unfassbar viel an dieser Nvidia-Aktie und das im Kontext, dass die anderen Halbleiterwerte hier sichtbar im Halbleiterindex SOX überhaupt nicht so stark sind. Hier sehen wir das Hoch im Juli und dann ging es nach unten. Seitdem nicht so wirklich eine deutliche Erholung. Also Halbleiter sind schwach, nur Nvidia ist stark. Das muss man morgen durch die Zahlen rechtfertigen. Und über all diese Dinge, meine Damen und Herren, Eskalation im Ukraine-Krieg, Rolle Chinas, das ja eigentlich per Knopfdruck auch die nordkoreanischen Soldaten aus der Ukraine befördern könnte, wenn man nämlich, wenn Peking nämlich hier mal den Nordkoreanern sagen würde, also wenn ihr jetzt nicht die Soldaten abzieht, dann stellen wir alle Hilfen ein, dann wäre Nordkorea in wenigen Monaten wahrscheinlich komplett platt. All das, auch die Geschichten an der Wall Street, was hier wichtig ist, was wichtig wird, vor allem mit Trump, was das bedeuten wird, spreche ich mit Dr. Bastian Siegert, ein Portfolioverwalter. Ich bin gespannt auf seine Perspektive. Ich hoffe, Sie auch. Anmeldung unten in dem Link. Einfach per E-Mail anmelden, dann bekommen Sie Bescheid. Das Ganze wird ab 19 Uhr ausgestrahlt. Sie können es aber eben auch später sehen, wenn Sie sich angemeldet haben. Also das ist der Hinweis. Und der zweite Hinweis, eben der zweite Teil. Und da tut sich Interessantes. Erstens, Kanzlerbeben in Deutschland. Wird Scholz weiter Kanzlerkandidat sein bei den Neuwahlen? Dann aber tut sich vor allem auch viel hinter den Kulissen in der Trump-Administration. Da ist vor allem Elon Musk ziemlich geclasht mit einigen im Trump-Umfeld. Das wird hochspannend, wie lange das gut geht. Und interessant ist von der Fed und von eben den US-Finanzmärkten, all das im zweiten Teil unbedingt dabei sein. Ich packe den Link darunter. Wir sehen uns gleich. Ciao, servus.